In den folgenden Videos zeige ich Ihnen, wie Sie eine schräge Rampe bewähren können. Im ersten Teil der Serie sehen Sie, wie eine Decke mit schräger Oberkante mit Hilfe von Bezugsflächen erzeugt werden kann. Zuerst erzeugen wir eine Bezugsfläche. Mit einem Doppelklick links öffne ich das Teilbild Plane. Dadurch wird nur dieses eine Teilbild geöffnet und alle anderen Teilbilder automatisch geschlossen. Auf diesem Teilbild habe ich einen Grundriss mit Höhen vorbereitet. Unter Freies Modellieren wähle ich die Funktion 3D-Fläche aus. Erstelle die Fläche und beende die Funktion mit Escape. Nun passe ich die Höhen meiner Fläche an die vorgegebenen Werte an. Ich verschiebe die Fläche um 2 Meter nach oben und verschiebe die obere Kante nochmals um 3 weitere Meter nach oben. Nun öffne ich die Palette Ebenen, aktiviere den Modifikationsmodus, wähle ein Strukturlevel und wähle Bezugsfläche einfügen. Nun wähle ich meine erzeugte Fläche aus. Gehe zurück zur Ebenenpalette, gebe der Ebene einen Namen und wähle Anwenden. Nun können wir die Decke erzeugen. Ich öffne erneut die Bauwerkstruktur und setze das Teilbild Rampe auf Aktiv und Ebenen auf Sichtbar. Klicke mit Rechtsklick hinter das Teilbild und wähle Ebenen zuweisen. Der Ebenenmanager wird gestartet und ich wähle das erste Obergeschoss aus. Hier befindet sich meine erzeugte Ebene. In der Bauwerkstruktur kann ich nun meine Ebene sehen und schließe alles. Unter Bauteile wähle ich die Funktion Decke. Öffne die Einstellung. Klicke auf Höhe. Öffne die Einstellung für Oberkante und wähle meine Bezugsfläche aus. Setze den Wert für Unterkante auf minus 2. Klicke in die Fläche und die Decke übernimmt automatisch die Geometrie. Im zweiten Video zeige ich Ihnen, wie Sie einen Ebenenschnitt erzeugen können.